Dann mal auf in den Kampf. Das Intro überspringen wir, das kennen wir ja schon. Falls ihr es nicht kennen solltet, dann solltet ihr eventuell am Anfang der Playlist anfangen. Wir hatten ja schon mal das erste Kapitel durchgespielt, als es nur das erste Kapitel gab. Jetzt spielen wir es nochmal durch mit den neuen Klassen und um zu gucken, was noch so Neues da ist. Und danach können wir halt gleich im Anschluss den zweiten Kapitel spielen. Das macht so am meisten Sinn, denke ich. Natürlich könnt ihr auch das ganze erste Kapitel alleine spielen und dann erst beim zweiten Akt mit euch zusammen aufnehmen. Aber dann verpassen wir die Kleinigkeiten. Außerdem denke ich schon, dass es ein ganz anderes Spielgefühl ist. Also allein schon, weil wir jetzt Markierungen auf der Karte setzen können, weil es eine Erzählerin gibt. Genau. Also, das sind die kleinen Sachen, die ich meinte. Auch grafisch soll sich ein bisschen was getan haben und so weiter. Wir können jetzt andere Sachen bei den Händlern kaufen. Die Händler haben überhaupt erst Zeug da, was wir wirklich kaufen wollen. Wir können Heiltränke immer und immer wieder kaufen. Die Gegner sind an anderen Stellen positioniert worden. Das Balancing wurde gemacht und so weiter. Also denke ich mal, habt auch ihr vielleicht ein bisschen Spaß hier am ersten Akt dran. Also gut, wir haben unsere Truppe. Die müsste auch schon ausgerüstet sein. Mit nicht sonderlich viel. Nö, fast gar nichts. Aber das ist okay. Dann holen wir uns ja alles, was wir brauchen. Ah, new faces. Very good. I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Oh. I'm sure someone in this town has need of raiders. Soll ich euch ein wenig herumführen? Nein. Danke, das haben wir alle schon gemacht. Bringt Owens Asche zur Kapelle von Carthal. Das ist unsere eigentliche Aufgabe. Wir sollen die Asche unseres ehemaligen Meisters nach Carthal bringen, aber da kommen wir noch nicht hin. Es ist da ganz unten. Wir sind hier. Also, What a lovely town. Ist das alles Talana, die redet? Ich denke mal, sie ist sarkastisch gewesen. Wer soll davon trinken? Gerogon. Ein Widerstand gegen Lichtmagie. Das war zum Beispiel gerade neu. Das gab es vorher nicht. Und schon ist unser Held permanent stärker geworden. Ja. So, hier hätte jetzt unser Führer gesagt, dass hier die Kaserne ist und ein wichtiger Mensch. Tada. Ein Gegengift. Ja, was wollt ihr? Wir suchen Arbeit. Du gibst uns jetzt eine Mission für eine Spinnenhöhle, wenn ich mich recht erinnere. Genau, Spinnen im Brunnen. Vorwärts. Und jetzt dürfen wir in den Brunnen da hinten steigen. Also erstmal will ich ganz kurz hierhin zurück. Gucken, ob ich mich hier hin und her bewegen kann. Ja, kann ich. So, und dann setze ich hier eine Markierung. Und zwar Kaserne. Damit ich hier mal schnell wieder hinfinde. Stadtgardist. NPC. So. Wir haben nicht wirklich viel Gold. Achso, du kommst sogar mit. Stimmt, das war ein wenig irritierend, dass der Captain der Wache jetzt mit uns mitgeht rund in den Brunnen, um dort Spinnen zu töten. Und dann nicht mitkämpft. ja, gut. Wo war der Brunnen? Hier ist der Ausgang, da dürfen wir noch nicht raus. Hier war ein Shop. Mit einem neuen Symbol. Seht ihr das? Das sind nicht alles mehr Kreise, sondern jetzt haben wir auch ein Viereck. Ein Viereck wäre Arkane Bibliothek. Das markieren wir mal anders auf der Karte. Hier haben wir den Tempel mit den Sternchen. Da ist ein Schmied eingezeichnet. Das ist aber auch alles neu. Also vorher in dem Early Access, in dem Early Access von Akt 1 waren dann alles noch Punkte. Jetzt kann sich so schon ein bisschen besser orientieren. Aber ich schreibe mir trotzdem auf Biblio. Oh, eine Kiste. Klick. Gold, 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 Gold. Unser erstes Gold. Macht gleich ein schönes, befriedigendes Ching-Geräusch. Ich mag Goldmünzen. Edelsteine mag ich noch lieber, aber... Wer da? Gebt euch zu erkennen. Wir dürfen nicht durch und wenn wir uns beschweren wollen, sollen wir uns an Maximus wenden. Den da. Was der uns wohl gerade sagt... Was zur Hölle? Warum wollt ihr die Stadt verlassen? Ihr sollt Spinnen töten. Grüne Flüssigkeit. Nee, rote Flüssigkeit. Oh, wir müssen die Farben merken. Also grün war Schutz vor Luft oder so.
Rot ist Schutz gegen Feuermagie. Ah, okay. Hier ist wohl ein kleiner Bruch im Kanon, wenn man das so sagen mag. Also vorher war es ja so, dass es überall auch Fässer gab, in alten Might & Magic Teilen, aber die haben primär die Attribute erhöht. Deswegen hat sie die Farbe gemerkt und dann das zugehörige Attribut und dann wusste man, aha, wenn ich aus dem weißen Fass trinke, kriege ich Glück. Wenn ich aus dem roten Fass trinke, kriege ich Stärke. Und so weiter und so weiter. Jetzt ist es allerdings wohl nicht mehr so, sondern die Farben stehen für Resistenzen. Also rot sinnigerweise für Feuer, grün für Erde, sowas in der Richtung. Wobei das andere Fass grün war und wir haben Licht bekommen, oder? Nächstes Fass testen. Grüne Flüssigkeit, genau. Das war, glaube ich, Lichtmagie. Nee, Widerstand gegen Erdmagie. Oh, wir können hier scrollen. Hat einen Widerstand gegen Lichtmagie hinzugefügt. War das auch grüne Flüssigkeit? Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, wir hatten jetzt einmal bei Rot Feuer und wir hatten einmal bei Grün Erde. Das wissen wir bestimmt. Oder das weiß ich bestimmt. Müssen wir im Auge behalten. Nope, Kiste. Gold, alles mit. Können wir da rein? Nein. Du warst der Mensch, der von sich behauptet hat, er wäre sowas wie ein Bürgermeister, richtig? Der Hafenmeister, okay. Und tatsächlich sowas wie der Bürgermeister hier. Auftrag, Schmugglergewölbe. Jo. Wir sollen in die Schmugglerhöhle dort Gold finden und ihm dann die Hälfte abgeben. Warum auch immer wir ihm die Hälfte abgeben sollen. Ausbildungszentrum. So. Was? Warum habe ich jetzt die Bibliothek markiert? Achso, wir sind hier hinten. Ausbildung. Bisschen daneben platziert, aber... Oh! Unsere Markierungen werden auch auf der Minimap angezeigt. Das ist schon mal toll. Aber auch bei Maus Over sehen wir, was da ist. Das ist schön. Das ist echt schön gemacht. Also bei anderen Spielen hat man meistens ja nicht Minimap und große Map, sondern nur eins von beiden. Und selbst wenn man dann irgendwo was einzeichnet, ist es auf keinen Fall hier eingetragen. Weil es halt doch nicht ganz so einfach ist, das 1:1 zu übertragen. Also jedenfalls bei den früheren Spielen war es nicht so. Das haben sie ganz gut gelöst hier. So, was haben wir hier? Die Kneipe. Taverne. Das da kann weg. Ich habe das nämlich falsch positioniert. Da ist Ausbildung. Und ich kann schwer behaupten, dass die Minimap-Markierungsfunktion meine neue Lieblingsfunktion ist in diesem Spiel. Ich werde die gnadenlos ausnutzen. So, Bücher. Für mich nicht so wirklich interessant. Also es kommt auf das Spiel drauf an. Bei manchen Spielen mag ich es wirklich, mich hinzusetzen, alle Bücher zu lesen, die ich finde. Aber hier will ich lieber erstmal durch die Gegend gehen und plündern und looten und was weiß ich. Möglichst viel Beute machen. Hier sind... Wo sind wir? Da sind wir. Tränke. Ist doch Tränke, oder? Amulette und Talismane. Ausrüstung bestimmen. Nein, 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 nicht Ausrüstung bestimmen. Waren durchsuchen. Genau, Heiltränke, Mana-Tränke, Gegengifte. Und hier. Das gab's vorher auch nicht. Also in unserer Staffel 1 quasi. Ne? Early Access, was ich vorhin erwähnt hatte. Da gab's nicht so tolle Sachen hier zu kaufen. 7500 Gold. Wir haben 361. Ja, was machst du genau? Stärke alle Attribute nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Das ist ein sehr mächtiger Gegenstand. Und jetzt, wo ich gesehen habe, wie teuer das ist, will ich auch losgehen und so viel Gold machen. Ganz am Anfang war es halt so, man hatte schon am Anfang ein bisschen Gold. Und wenn man dann beim Händler reingegangen ist, konnte man nichts Ordentliches kaufen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich und da hat man auch nicht wirklich den Ansporn, loszugehen. Aber das ist jetzt genau richtig gemacht von den Jungs und Mädels. Oh, Feinde. Und mit Jungs und Mädels meine ich halt die Programmierer. So, du. Hau. Hau. Eis. Feuer. Und kaputt. So, Gegengift, ein paar Erfahrungspunkte. Kann man nirgendwo rein, hm? Hier ist bestimmt irgendwo noch eine Kiste. Genau.
Damit kann man heutzutage schon fast rechnen. Bei fast jedem modernen Spiel. Es gibt keine absoluten Sackgassen. Weil absolute Sackgassen angeblich für den Spieler frustrierend wären. Deswegen werden da irgendwelche Kleinigkeiten positioniert, die man dann bekommt. Also Truhen oder Fässer oder ein kleiner Gegner oder was auch immer. Ach ja, die guten alten Zeiten. Aber Ansätze davon werden ja wenigstens hier wiederbelebt. Also von den guten alten Zeiten. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Eileens Haus. Her? Hallo Eileen. Ach, du warst die aus dem anderen Heroes-Teil. Verschollene Lämmer. Ich bin in dieses Gebiet gekommen auf der Suche nach meinen... Nach drei entflohenen Verbrechern. Einer von ihnen hat sich in einer Bande von Straßenräubern angeschlossen und an Überfällen an Kampfleute teilgenommen, die auf der Straße nach Casa unterwegs sind. Sein Geburtsname ist Lukas, aber er nennt sich selbst Luke. Ein anderer, Kirk, hat angeblich auf einem Piratenschiff angeheuert. Wahrscheinlich kann man ihn auf der Jauchegrube finden, die man die Klippe nennt. Der dritte hat sich den Söldnern der Schwarzen Garde in Castle angeschlossen, die in Wirklichkeit eine Bande von Halsamsteinern sind, die man mieten kann. Er heißt Ripley. Solltet ihr ihn auf euren Reisen ihnen begegnen, könnt ihr dann eine Nachricht überbringen? Sagt ihnen, ich biete ihnen die letzte Gelegenheit, den Pfad der Schlechtigkeit zu verlassen und für ihre Sünden Buße zu tun. Wenn sie diese Gelegenheit nicht ergreifen, tut, was ihr tun müsst, um ihren Verbrechen ein Ende zu bereiten. Der Auftrag ist, glaube ich, auch neu. Sehr schön. Es kann nicht genug Aufträge geben in einem Rollenspiel. Und wenn es nur Lauf von A nach B ist. Möglichst viel Aufträge, möglichst viel zu tun, ist immer gut. Vor allem möglichst nicht linear. Also das hier sieht so aus, als wenn man das erst in Kapitel 3 oder so abschließen kann. Weil man ja jede Menge Leute aus verschiedenen Gebieten braucht. Buch nehmen. Die Geschichte von Karsal. Du bist ein Rüstungsschmied, hm? Gutes Zwergenrüstzeug. Sehr gut, ich drücke immer falsche Taste. Ich drücke immer N. N ist die Weltkarte, M ist die Umgebungskarte. Du bist... Rüstung. Eigentlich müsste ich auch in jeden Shop einmal reingehen, um zu gucken, ob der Shopkeeper nicht vielleicht einen Auftrag für uns hat, oder? Klatsch, Reparatur, Ausbildung, Waren durchsehen. Ein bisschen Gold haben wir schon. Nimm. Hast du auch irgendwas ganz Teures? Feuerabweisende Lederfäustlinge der Macht. Macht ist Angriffskraft. Also Stärke. Oh, das ist auch neu, glaube ich. Man kann hier sehen, was für Ausrüstungsgegenstände die Helden haben, um so schnell zu vergleichen. Oh, das ist schick. Und wir sind eigentlich Nackidei. Wir haben eine Lederrüstung an bei ihm. Tirik, ne? Hat nix. Die Damen sind auch barbrüstig. Also eigentlich alles, was wir jetzt holen, wäre für uns von Vorteil. Aber ich denke, gerade so ein Standardkram wie Roben und Helme bekommen wir recht schnell. Bessere Schwerter wären eine andere Sache. Weil mit besseren Schwertern und Äxten und was weiß ich, kann man schneller töten. Und schneller töten heißt schneller Gold. Und schneller Gold heißt schneller bessere Ausrüstung. Um besser töten zu können. Aber kein Auftrag bei dem Händler. Ich denke auch, die meisten Händler werden keinen haben. Aber diese kleinen Häuser, wie Eileens Hütte gerade, da sollten wir wohl schon mal reingucken zwischendurch. So, hier vorne war dann der Waffenschmied. Waffen. Caldwells Waffen. Waren durchsehen, handeln. So, Gerugon hat 12 bis 16. Oh. Keine magischen Schwerter. Du hast aber Skill mit der Armbrust. Eine seismische, improvisierte Armbrust. Plus 3 Erdschaden. Du bist mal gekauft. Du hast nix. Du hast nix. Ich glaube, sie kämpft mit dem Bogen, wenn sie keine Zauberpunkte mehr hat. Bei ihr bin ich mir nicht sicher.
Aber wir kaufen mal einen Jagdbogen für sie. Raus hier. So. Nicht hier. Da. Fertigkeiten. Du hast Armbrust, genau. Du hast Armbrust. Du hast Klick, Bogen. Und du hast Armbrust. Nee, ich hätte ihr auch mal Bogen geben sollen. Dann hätte ich mir das gut merken können. Männer Armbrust, Frauen Bogen. Aber So, wir sollten aber eigentlich langsam mal zum Brunnen. Ah, da ist er.